Ein bisschen nervig, wenn er die Zeit neu setzt, da wartet er dann auf, dass man OK klickt oder Return drückt und wartet und wartet. Und bei dem hier raus stellen wir gleich durch. DOS, ja. Also, Programming Tools, naja, da kriege ich dann ein C oder ein Basic oder. Ah, haben wir schon durch, müssen wir uns nicht anschauen. Windows 3.0. Wollt ihr wissen, wie das frühe Windows? Es gab da vorher noch das 2.0 und das 1.0. Die war nicht gut. Bei dem 3.0 ging es dann so langsam los. 3.1 war, konnte man schon für Sachen gebrauchen. 3.11 war dann, ja, 3.1, 3.11 war kein großer Unterschied mehr, aber ich glaube, das war dann Windows for Workgroups oder sowas hieß das 3.11. Und das konnte man dann schon gebrauchen. Statt DOS. Gerade weil es da auch Programme gab, die da geschrieben wurden, und dann war das schöner zu benutzen. Ein bisschen schöner zu benutzen als diese DOS-Programme, wo ja auch schon Maus war und diese pseudo-grafischen Fenster. Aber so richtig durchgestartet ist Windows eigentlich mit Version 95. Ja, lassen wir mal da downloaden. Ich melde mich dann wieder, wenn wir im Windows sind. So richtig scheint hier das Windows 3.0 nicht zu funktionieren. Das basiert ja auf FreeDOS. Schön und gut. So, HD1, Priority, Last Wife, H, Yes, No. Ich habe mal F8 gedrückt, wie so ein Blöder. Und jetzt mal Yes. Buffers, Yes. Files, Yes. Shell, Command, Yes. TCMD, Yes. Tja. No. Okay. Dann gucken wir uns mal die Auto-Access an. Ach Gott. Keyboard.de. Keybe. Kennt er diesmal nicht? Meh. Dann halt Type Auto Exec But If Exist Winbut Type Winbut C CD Windows Win CD Windows du, 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 du. Vielleicht geht da auch wieder in den Mode rein, der mir nicht gefällt. System Source, README. Excel, Special Information. Okay. Ja, ist gut. Kannst aufhören. Ja, und bei Win passiert jetzt was? Bei der 8, ja. WinWare. WinWare. Was war nochmal mit WinBet? CD Windows Bin. Und dann geht er irgendwie auf einen anderen Mode und dann ist er weg.